Ja, sogar Richard Strohmeier, der Amateurtrainer, feiert ob der Ausfälle von Fallmann, Beziravic und Lebedev ein Comeback. Alfred Tata hat die Haare nicht mehr lang, aber immer noch schön. Die Blau-Gelben konzentrieren sich natürlich auf die Defensive, versuchen das Mittelfeld schnell zu überbrücken. Pink scheitert da an Schubert und da ist Mesut Doğan. 11. Spielminute, 1:0 für die Vienna. Das erste Ligator von Doğan. Und entscheidend ist, dass sich hier Pink bemüht und dass Schubert dann den Ball unhaltbar für seinen Goalie, für Kevin Fendt, abfälscht. Erste Chance im Spiel, erstes Tor für die Wiener. Die Grödiger danach ganz klar spielbestimmend. Aber erst nach einer halben Stunde torgefährlich. Leo nach Pass von Öbster, der hat Pech, trifft nur die Stange. Dann Salamon. Dieser herrliche Pass in die Tiefe auf Leo. Auch der macht alles richtig, spielt den Ball in den Rückraum. Und da kommt Stefan Lexa. Und der lässt diese Möglichkeit sausen. Grödig ganz klar spielbestimmend. Adi Hütter kann mit der Leistung seiner Mannschaft, nicht aber mit dem Zwischenresultat zur Pause, zufrieden sein. Vor 1800 Zuschauern auf der Hohen Warte, Grödig auch nach dem Seitenwechsel einfach das bessere Team. Der aufgerückte Innenverteidiger und Kapitän Cabrera auf Öbster, der hat viel Platz, um zu flanken. Und da ist der aufgerückte Rechtsverteidiger Lukas Schubert. Leo ist nicht mehr dran, der Ball ist trotzdem im Tor. 51. Spielminute, Ausgleich 1:1. Schubert kommt hier frei zum Schuss, kein Abseits von Leo. Der erwischt den Ball aber sowieso nicht mehr. Thomas Mandl ist ohne Abwehrmöglichkeit. Völlig gerechtfertigt der Ausgleich für die Salzburger. Und die setzen nach. Freistoß Lexa, Kopfball Taboga. Erst in der Schlussphase die Vienna wieder selbst im Angriff. Etwas mutiger. Doğan, der Torschütze, macht das stark. Und dann Götzschek mit der Möglichkeit, die Wiener in Führung zu schießen. Doğan und Götzschek dann auch an der folgenden Szene beteiligt. Hier ein Missverständnis der beiden und deshalb gibt es die Möglichkeit für den Konter. Thay Strohmeier kann ihn nicht stoppen. Fezic kann ihn nicht stoppen. Und dann hat er das Auge für Ernst Öbster. Der lässt Speiser aussteigen und trifft ins lange Eck. 2:1 für die Grödiger in der 83. Spielminute. Durch den vielleicht besten Spieler auf dem Platz, durch Ernst Öbster. Ein toll zu Ende gespielter Konter. Ausschlaggebend das Missverständnis. Dann Strohmeier will fallen, kann nicht mehr fallen. Fezic hat etwas wenig Glück hier bei diesem Tackling. Und dann Ernst Öbster, der macht einfach nur alles richtig. Schließt ab mit seinem starken, mit dem linken Fuß. In der Schlussphase die Vienna dann stehend K.O. Grödig mit einer Fülle von Torschancen. 4 Grödiger ganz allein vor Thomas Mandl. Was macht der Eingewechselte? David Witteveen nach Zuspiel von Stefan Lexa. Nächste Chance, nächster Konter. Immer wieder sehr viel Platz. Lexa hat das Auge für Mersudin Jukic, auch der eingewechselt. Wir sind bereits in der Nachspielzeit und Jukic macht das 3:1 für Grödig und damit ist diese Partie natürlich entschieden. Mandl natürlich ohne jede Abwehrmöglichkeit. Und in der Nachspielzeit noch 2 Top-Chancen für die Grödiger. Stefan Lexa, da fehlen wirklich nur Zentimeter. Und die letzte Chance im Spiel, die hat wieder David Witteveen, da klärt dann Andi Dober vor der Linie. Die Chancenauswertung der Grödiger einfach nur schlecht. Die Leistung der Mannschaft von Adi Hütter, die war aber in Ordnung. Vor allem nach der 0:2 Heimniederlage gegen Horn am vergangenen Freitag. Alfred Tata enttäuscht, auch wenn sich die Wiener zumindest phasenweise in diesem Spiel verbessert gezeigt hat. Die Stimmen zum Spiel gesammelt von Roland Streinz. Er beginnt mit dem siegreichen Trainer.